Ja, hallihallo zusammen. Willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Und zwar geht es diesmal um den brandneues Plugin, was noch in Ertestung ist. Ist also noch in der Alpha-Version, ist also noch nicht offiziell erschienen. Man kann sich's aber schon besorgen und selber ein bisschen rumbasteln und testen. Und zwar ist das ein Lift-Plugin. Und das Ganze heißt dann V10 Lift. Funktioniert wie der Elevator, den man aus ganz frühen Zeiten kennt. Endlich ist es mal wieder aufgegriffen worden und zu einem funktionsfähigen Plugin in der Entwicklung, weil da habe ich ewig drauf gewartet und ja, ich bin sowas von glücklich, dass es jetzt endlich wieder halbwegs funktioniert und noch einiges dazukommen wird. So, was bis jetzt funktioniert, das ist also ein Aufzug an sich, der hoch und runter fährt. Was an diesem Plugin neu ist, im Gegensatz zu dem alten Elevator, ist, dass es Schilder gibt. Zum einen gibt es hier oben ein Informationsschild, das anzeigt, in welchem Stockwerk sich der Lift befindet oder ob er nach oben oder nach unten fährt. Das können wir uns jetzt mal ein Stockwerk höher angucken. Wir rufen den Aufzug einfach mal. Ich nehme mal eben mal eine leere Hand, ist am besten. Indem wir hier drauf drücken und schon zeigt das Schild oben an, dass der Aufzug nach oben fährt und jetzt, dass er im ersten OG angekommen ist. Ebenfalls neu ist die Steuerung. Es gibt also keine Knöpfe mehr oder sonstiges, sondern das wird alles über dieses Schild gemacht. Und zwar macht man mit einem Rechtsklick, klickt man drauf, um zwischen die Etagen durchzuschalten, die noch erreichbar sind. Das wird dann gelb angezeigt. Und mit einem Links, und wenn man sich das ausgewählt hat, also man klickt immer wieder drauf, bis man das hat, was man möchte. Dann macht man einen Linksklick, also so als wenn man hauen würde, und dann setzt sich der Aufzug in Bewegung. Dumm, die dumm, die dumm. Und schon sind wir im Untergeschoss. Also das funktioniert schon mal sehr wunderbar. Im Moment finde ich die Aufzugfahrt noch relativ langsam. Wenn man so 1-2 Stockwerke hat, ist es nicht weiterhin schlimm, aber ich habe hier auf meinem Server teilweise also eine U-Bahn, wo man mehrere Höhenmeter überwinden muss. Da ist das Ganze dann noch ein bisschen langwierig. Es wird aber noch, so ist zumindest die Ankündigung, einstellbare Geschwindigkeiten geben. Es wird auch noch sonstige Möglichkeiten geben, das Ganze noch zu verbessern. Zum Beispiel die Glastüren fehlen noch, den wird es dann auch geben und sonstiges. Was ich ganz gut finde, ist, dass man hier komplett alles zum Elevator machen kann, also zum Aufzug machen kann, was man hier sieht. Also hier habe ich jetzt eine geschlossene Kabine. Jetzt habe ich vergessen, hier vorher einen Glowstore einzusetzen. Das ist dann also eine Beleuchtung, die würde dann auch mitfahren. Und wie man sieht, ich habe das Ganze jetzt schon hier schön verpackt. Das hätte ich mal lassen sollen. Dann hätte man es vielleicht besser sehen können. Das ist also jetzt die Aufzugkabine, die komplett mitfährt und das finde ich also wunderbar. Man ruft die und die ganze Kabine fährt. Das finde ich also sehr schön, wenn man also eine geschlossene Kabine hat. So, jetzt kann ich euch eben schnell zeigen, wie man das macht. Ich mache es jetzt nicht ganz so umfangreich wie da. Ich baue jetzt keine geschlossene Kabine, sondern nur eine offene, damit ihr seht, wie es überhaupt funktioniert. So, ihr könnt entweder hier auf dem Boden draufbauen oder ich versenke ihn mal. Das ist, glaube ich, am einfachsten. So. Material könnt ihr, glaube ich, nehmen, was ihr wollt. Ich persönlich habe jetzt bevorzuge Holz. Ihr könnt auch Half-Step nehmen, habe ich gesehen. Ich mache es aber jetzt mal mit vollen Klötzen. Und zwar mache ich jetzt erstmal hier eine Grundfläche von 4x3 Steinen. Und ich setze hier direkt eine Wand mit hoch, die quasi die geschlossene Kabine erstmal simulieren soll. Ich mache das, weil das Schild, was dann mitfährt, einfach schöner aussieht, wenn es auf einer festen Wand ist, als wenn ich es einfach hier reinstellen würde. So, dann brauchen wir natürlich ein Schild. Das hängen wir erstmal hier rein. So, auf dieses Schild schreiben wir oben in Eckklammern einfach nur V10 Lift. Eckklammer zu. Nicht mehr, nicht weniger. Zack, einfach hin. Jetzt haben wir eine Fehlermeldung bekommen, die dürft ihr aber erstmal ignorieren. Das ist ganz normal, weil diese Schilder nachher auch namensbezogen anzeigen. Also das werden dann die Schilder, die außen noch sind.
Und da hier natürlich noch kein Aufzug existiert, machen wir das erstmal ohne Namen, weil dieses Schild ja als Ausmalschild für welches Stockwerk dienen soll. So, jetzt müssen wir den Aufzug natürlich createn, beziehungsweise wir müssen dem Plugin sagen, was jetzt genau der Aufzug ist. Dafür geben wir ein slash V10 Lift und dann create. So, jetzt gehen wir in den Create-Modus. Das ist etwas anders wie vorher, dass man sich da einfach nur draufstellt und er erkennt die Unterschiede zu den anderen und nimmt dann das, was die Grundfläche ist, als Lift. Das ist hier ein bisschen anders. Hier kann man also wirklich im Speziellen jetzt sagen, was alles zum Aufzug gehören soll und was nicht. Dafür geben wir V10 Lift Create ein, drücken die Enter-Taste. Dann bekommen wir die Meldung, dass wir jetzt mit Rechtsklick sagen sollen, was die Kabine ist. Und anschließend sollen wir dann nochmal Create und dann dem Ganzen einen Namen geben. Also den Create-Modus abschließen und dem Ganzen einen Namen geben, damit es gespeichert wird. Also machen wir einen Rechtsklick, machen wir am besten wieder mit der leeren Hand. So, einen Rechtsklick hier drauf. Erstmal den ganzen Boden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann nehmen wir die Wand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier erstmal das Holz. 9. Und das Schild muss mitgenommen werden. 10. So. Jetzt könnten wir noch hier drunter die Steine auch noch mitnehmen, aber da das Ganze ja irgendwann nochmal umrandet wird, man macht ja keinen Aufzug im Freien, sondern man macht ja einen Aufzugsschacht, wie dort, ist das relativ uninteressant, weil man es von innen ja nicht sieht. Wer den im Freien machen möchte, der sollte dann vorher hier noch freigraben, dass er auch wirklich die Blöcke von außen mit anklicken kann, die dann auch zu sehen sein werden. So, dann schließen wir das Ganze ab, wieder mit V10 Lifts und dann Create. Und jetzt geben wir dem Ganzen einen Namen. Ich nenne es mal Tutorial, also Tut 1 für Tutorial 1. So, jetzt sagt er mir, dass der Lift created ist und dass der Tutorial 1 heißt. Im Prinzip könnte man ihn jetzt schon benutzen. Allerdings fehlt natürlich erstmal die Möglichkeit, ihn zu rufen und es fehlen natürlich noch die Ebenen. Dafür bauen wir jetzt erstmal hier vor, provisorisch, erstmal eine kleine Wand. So, machen wir hier mal 1, 2, 3. 1, 2, 3. Machen wir auf der vierten, schließen wir mal ab. Zack, zack. So, machen hier dann mal den Boden. So, das langt eigentlich schon erstmal, um es zu zeigen. So, dann bauen wir schon mal Buttons dran. Dann nehme ich mir mal eben zwei. Bauen wir hier unten einen hin. Und hier oben einen hin. So, das Ganze muss vom Boden her, also von der Grundplatte her, zwei Blöcke hoch sein. Gut, jetzt müssen wir diesen Aufzug, der ja created ist, müssen wir jetzt editieren. Das heißt, wir müssen dem Aufzug sagen, wo ist, wie heißen die Ebenen, wo er hinfahren soll und vor allem, wo sind sie dann auch. Und wir müssen denen die Buttons zuordnen, also die Rufzeichen zuordnen. Das machen wir mit V-Lift, dann Edit, dass wir den editieren wollen und welchen Aufzug wir editieren wollen. Tut 1 in dem Fall. So, ups. V10 Lift Edit Tut 1. So, jetzt ist der Editor angeschaltet und jetzt können wir per Befehl ihn editieren. Dafür stellen wir uns erstmal auf die unterste Ebene und sagen ihm, dass, wie die Ebene heißt. Dafür gehen wir dann wieder auf V10 Lift. Dann sagen wir, er soll ein Floor, also einen Boden, Floor editieren und wir nennen ihn nee, add, also zufügen. So, V10 Lift, dann dass wir eine Ebene einfügen wollen und dass wir die hinzufügen, add, und wie wir die benennen wollen. Ich nenne die jetzt mal EG für Erdgeschoss. Dann bekommen wir die Meldung, dass es created ist.
Jetzt können wir ihm noch gleichzeitig sagen, dass dieser Block, wo der Button dran ist, der Block ist, der für die Rufebene zuständig ist, also dass man den Aufzug von außen rufen kann. Gehen wir QTV 10 Lift. Dann diesmal heißt das dann Input, also ein Einrufsignal. Add hinzufügen und das war's schon, da braucht man jetzt keine Ebene oder sonst was eingeben. Dann sagt er, man soll rechtsklicken auf dem Block, was die Ebene sein soll. Rechtsgeklickt ist created. So, dann müssen wir jetzt erstmal eins höher. Dumm-di-dumm. So, jetzt müssen wir ihm sagen, dass diese Ebene das erste Obergeschoss ist. Das heißt V10 Lift Floor Add erstes Obergeschoss ist created und wieder den Ruf dazu. V10 Lift Input Add und dann auf den Block klicken. So, dann ist er im Prinzip schon fertig. Dann können wir den Editiermodus wieder ausschalten, indem wir V10 Lift Edit eingeben. Da wir ja im Editiermodus sind und er sich weiß, um welchen Aufzug es handelt, brauchen wir das jetzt nicht mehr beifügen, sondern einfach nur Edit sagen, um es zu schließen. Und der Editor ist ausgeschaltet. Ja, jetzt funktioniert er auch schon. Wir können hier drauf drücken und der Aufzug bewegt sich jetzt in die Höhe. So, wie ihr seht, hat er das da unten jetzt nicht mitgenommen, weil wir das ja vorhin nicht mit ausgewählt haben. Also, wir haben unten den Boden und hier die Wände editiert. Wenn ihr jetzt hier noch andere Wände macht und von innen alles klickt, dann habt ihr halt so einen Käfig, wie er hier ist, und der Rest bleibt halt, wo er ist. So, das Schild funktioniert hier schon. Ihr könnt also jetzt hier drauf drücken. Erdgeschoss mit Rechtsklick und dann mit Linksklick. Und ich muss Fliegen ausschalten, sonst fahre ich nicht mehr drunter. Und schon sind wir im Erdgeschoss. Er zeigt euch an, dass er angekommen ist, wenn das hier grün wird. Also erstes Obergeschoss, draufklicken, dann ist im Moment nichts. Und dann wird es grün, wir sind da. So, mittlerweile steht dann auch hier, wie der Aufzug heißt, Hut 1, das hat er dann automatisch übernommen. Wenn ihr jetzt hier Außenschilder dran haben wollt, so wie bei diesem Musterbeispiel, dann müsst ihr einfach hier V10 Lift eingeben und wie der Aufzug heißt, dann könnt ihr das machen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal ein Schild, hänge das hier drüber, wo ihr das hinhängt, ist relativ egal, ich hänge es hier drüber. Dann V10 Lift in eckigen Klammern und darunter, wie der Aufzug heißt, das ist der Tut 1. Dann bekommt ihr Meldung, dass ihr ein Schild hinzugefügt habt. Ups, das Ganze können wir unten auch nochmal machen. Ein Schild. V10 Lift. Tut 1. So, damit ist das erledigt. Dafür braucht ihr nicht extra in den Editiermodus gehen. Da braucht ihr einfach nur die Schilder dranhängen und der ordnet das automatisch den Namen zu, weil der Name ja mit draufgeschrieben wird. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann sagt er mir, dass der Aufzug runterkommt, dass er jetzt da ist, ich einsteigen kann und fahren kann. Dumm, die dumm, die dumm. So, das war es im Prinzip auch schon. Fahren wir noch einmal runter, gucken uns das Ganze von vorne unten an. So. Das war es im Prinzip auch schon. Man kann das natürlich schön verkleiden, so wie hier. Ihr müsst euch vorstellen, hier sind jetzt die Etagen, da sind Lampen dran. Ihr könnt hier natürlich, wenn ihr die Decke mit einbindet, hier auch noch Glowstone reinmachen. Dann habt ihr den auch immer schön beleuchtet oder Fackeln dran machen. Ihr müsst aber dann alles wirklich einzeln anklicken, damit es mit hochfährt. Und ihr könnt natürlich Etagen hinzufügen, so viele ihr wollt, bis unter den Himmel, bis im Bedrock. Das funktioniert alles, das habe ich schon getestet. Also ich bin richtig froh, dass es funktioniert. Ich freue mich darauf, dass es noch weiterentwickelt wird, dass es vielleicht auch mal ein bisschen schneller geht oder man das einstellen kann, dass die Türen dann noch da sind. Und ich habe gelesen, es wird auch noch mit Redstone noch irgendwas gemacht werden, wo dann angezeigt werden kann, wo sich der Aufzug befindet, beziehungsweise ein leuchtendes Signal dann irgendwie erscheint, dass der Aufzug auf dieser Etage ist. Ich lasse mich da ein bisschen überraschen.
Den Link und zu dem Plugin bzw. zu dem Suite, wo ihr das findet, die Alpha-Version, packe ich mit rein. Ebenso sonstige Informationen könnt ihr euch gerne nachlesen und ja, viel Spaß damit. Denkt dran, dass das Ganze noch experimentell ist und dass ihr das jetzt nicht, was weiß ich, 100 Mal auf euren Server verbaut, sondern wirklich abwartet, bis es zumindest auf der Beta ist oder veröffentlicht ist. Dass der Entwickler sagt, es ist soweit, dass ihr das offiziell benutzen könnt. Okay, schönen Dank, bis dann. Tschüss.